Hallo meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren CSGO Loadout Video. Wie von euch bereits gewünscht, gibt es heute das Black and White Inventory. 126,51 € legt ihr dafür hin, wohlgemerkt aber nur für die Skins der Waffen. Wenn ihr noch Handschuhe oder Knives wollt, dann muss man da noch ein bisschen was drauflegen. Dazu haben wir aber auch schon Vorschläge vorbereitet. Wir beginnen bei den Pistolen. Let's go! Dazu haben wir hier direkt die Asimov P250 am Start in WW. Lecker Teilchen, schwarz-weiß und halt so ein bisschen orange, aber das macht ja gar nicht so viel aus. 2,71 € für dieses Teilchen auf Skin Baron. In Fehltested ist die USPS Stainless, vorliegen für 3,52 €, schon ein Schmankerl auf jeden Fall. Und bei der P2000, die eigentlich niemand spielt, haben wir die Ivory mit am Stiesel für nur 12 Cent. Das ist schon, Die Glock 18 hat den Neo-Noir-Skin am Start, auch wieder WW, weil sonst ist es ein bisschen arg teuer. 6,19 € kostet dieses Teilchen. Und bei den Duels liegt hier mit den Desastre ein Skin drauf, den ich glaube ich wirklich noch nie gesehen habe. Never ever. Wirkt so ein bisschen wie von Mass Effect. Geiles Spiel. Die Teile liegen in Fehltested vor und sind 1,57 € wert. Bei der 5.7 folgt auch wieder ein sehr schicker Skin, und zwar der Boost Control Skin. Und der liegt mit seinen 1,37 € sogar im Minimum, wäre doch ziemlich günstig eigentlich. Ja. Weiter geht's in Fehltested, auch bei der Tech-9. Der Cutout Skin ist hier drüber gezogen. Leider nur da oben drauf. Schade, dass da unten nicht alles auch noch voll ist. Sieht sehr, sehr schön aus. Hier liegt die CZ75 Auto Twist. In Minimal wäre bei 1,27 €. Und jetzt kommt der Revolver. Und da haben wir den Reboot. Ich denke, das war wahrscheinlich jedem klar. 56 Cent NFT. Und zu guter Letzt kommt die Desert Eagle bei den Pistolen in Minimalware, die Mecha Industries. Da legt man wieder etwas mehr hin, 5,63 €. Aber das ist halt auch schon wirklich lecker. Und weiter geht's mit den MPs. Die Mac-10 Calfskin liegt hier auf dem ersten Platz der MPs für 9 Cent. 9 Cent NFT. Da langt diese UMP45 schon etwas tiefer rein in die Tasche. 63 Cent die Arctic Wolf, ist aber auch nach wie vor vollkommen im Lot. Und einem fällt auf, dass wir vorneweg 3 oder 4 Skins schon hatten, die eben schwarz-weiß sind, die trotzdem recht viel Rot oder auch Lila mit dabei hatten. Huh. Bei der MP5 ist es die Kit Bash, die das Rennen gemacht hat, für 92 Cent. Es wird immer teurer in Minimalware. Und bereits die MP9 Airlock überschreitet den OI. Wir sind bei 1,79 € in Fieldtested. Und da ist es wahrscheinlich für alle Sparfüchse von Vorteil, dass diese Facility Sketch PB Bison, dieses wunderschöne Teil, nur 6 Cent kostet in FN. No. Der vorletzte Skin bei den MPs ist die MP7 Gunsmoke für 1,27 €. Und zu guter Letzt kommt eine P90. Und natürlich direkt eine der schicksten P90s. Naja gut, so weit vorne ist sie bei mir im privaten Rating nicht, aber die Asimov liegt hier auf dem letzten Platz der SMGs für 6,58 €. Uff. Und hier fangen wir recht erstaunlich an, auch mit einem Skin, den ich, glaube ich, noch nie gesehen habe. Die Bamboo Shadow in Minimalware für 2,20 €. Das ist direkt recht teuer. Da wird es die ganzen Sparfüchse freuen, dass auf der Mac 7 ein nur 22 Cent teurer Skin liegt. Und zwar der Metallic Didipad Skin in Factory New. Immerhin. Die XM1014 Black Tie ist hier das nächste Schmuckstück, will ich gar nicht sagen, wäre ein bisschen arg übertrieben. Die kann man schon machen, passt sehr gut in die gesamte Geschichte rein, das Gesamtklassement. Aber wenn man jetzt die XM1014 Skins insgesamt anguckt, ist der halt schon so, weiß ich nicht. Minimum wäre 80 Cent, let's go. Und die Nova macht es leider nicht besser. Immerhin der Preis liegt nur bei 16 Cent für eine Minimalware-Ausgabe von dem Teil, aber so richtig krass. Gut, passt halt, passt trotzdem. Ich meine, wer spielt auch Nova? Ganz, ganz selten. Auf Inferno. Bei Banane. Und guckt mal da, die schlechte Negev mit einem Skin, der trotzdem auf jeden Fall schon mal besser aussieht als die vorhergegangenen. Für 14 Cent in Minimalware, das ist schon lecker. Ich glaube, ich würde eher mit der auf Banane gehen und mit der Pump dann halt in Apartments rein. Obwohl es schon auch fies ist, wenn man bei Banane oben wartet als City und halt die Tees erfreut mit einem Schrotflintenhagel. Und zu guter Letzt haben wir hier bei den Heavies die Negev am Start. Prototype, klar, was soll es anderes sein? Factory New 20 Cent. Bei den Rifles fangen wir mit der AK-47 an, so wie die ganze Zeit eben auch. Und hier ist die Frontside Misty liegend. 13,26 € NFT und dieser wunderschöne Sticker, ach Gott. Wie bei den Pistolen machen wir hier bei der Neo Noir auch weiter. Die M4A4 schmückt sich damit. 10,36 €. Ich dachte gerade fast derselbe Preis, aber nein. 10,36 € legt man für das Teilchen hin in Minimalware. Und auf der M4A1S haben wir die Mecha Industries in BS liegen. Und trotzdem ist das Ding schweineteuer mit 20,22 €. Hui. Und wir bleiben der Neo Noir Skin Reihe tatsächlich treu. Auf der AWP liegt sie auch für 25 €. Wow. Wow. Und 80 Cent nur oben drauf. Holy shit.
Und weiter geht's mit der Arctic Wolf Aug für 1,58 Euro in FT. Auch wieder rot, wie vorhin bei der anderen Arctic Wolf. Gut, das macht natürlich Sinn, ist ja derselbe Skin. Lecky, schmecky. Und für 4,17 Euro bekommt ihr diese Mecha Industries ja fast geschenkt. Die Farmers liegt hier rum und lacht einen an. Und die Tuxedo Galil AR ist hier an der nächsten Stelle. 1,37 Euro in Minimal Wear. Die sieht ziemlich angerissen aus dafür, dass sie in Minimal Wear vorliegt. Aber selbst FN sieht ein bisschen verschissen aus. Wie sind die in BS? Ne. Die Souvenir SSG 08 D-Tour liegt hier auf der Scout eben drauf. 6,07 Euro Minimal Wear. Als vorletzte Wumme hier bei den Rifles haben wir die SG 553 Cyrex. 4,40 Euro in Field Tested. Und zuletzt kommt die G3 SG1, die ja jeder spielt. Und zwar die Polar Camo. Also wer das komplette Paket haben möchte, muss da auf dem Skin eben auch was Schwarz-Weißes drauf haben. Also klar, oh mein Gott. Da hat gerade jemand bei Holy eingekauft. Ach du Scheiße. So klingt es bei mir in den Streams, wenn jemand bei Holy einkauft. Vielen Dank für den Einkauf bei Holy. Kuss geht raus, Allah. Ja, weiter geht's. Jetzt mit den Knives und Gloves. Die ganze Chose war bis jetzt 126,51 Euro wert. Und ja, jetzt kommen noch die Accessoires. Bei den Knives fangen wir mit den Shadow Daggers Damascus Steel an. Die liegen hier in FT vor für 71,74 Euro. Das sind jetzt erstmal die günstigeren. Dann kommt als nächstes ein Gutknife Black Laminate für 88 Euro in WW. Und nach wie vor bei den günstigeren Knives das Flip Knife Urban Masked für 121,03 Euro. Jetzt folgen die teureren. Auf dem ersten Platz das Black Laminate in BS für 186 Euro. Als zweites das Bayonet Damascus Steel für 289 Euro in FT. Und zu guter Letzt das Talon Knife Damascus Steel für 387 Euro. In Minimal Wear, da muss man schon wirklich viel Cash in der Tasche haben. Jetzt folgen noch die Handschuhe, das sind einfach nur drei Stück. Von bereits recht teuer zu super duper teuer. Da haben wir einmal die Driver Gloves Black Tie für 279 Euro in FT. Die Kingsnake Driver Gloves in WW für 408 Euro. Und die Snow Leopard Driver Gloves für 689 Euro in WW. Das ist schon echt bekloppt. Holy Shit, Allah. Gut, dann wären wir jetzt soweit durch mit dem aktuellen Loadout. Ihr könnt natürlich wie immer euch weitere Loadout-Farben wünschen, wobei ich euch empfehlen würde, erstmal in die Playlist reinzuschauen, was es nicht alles schon gibt, weil letztes Mal wurde was zum Beispiel was vorgeschlagen, was wir bereits hatten. Also da reingucken, bevor ihr neue Vorschläge macht. Gut, dann sind wir soweit durch mit der Geschichte. Ich hoffe, euch hat das Loadout wie immer gefallen. Falls ihr bessere Ideen habt oder andere Ideen, könnt ihr das natürlich wie immer gerne in die Kommentare reinhauen. Wir sehen uns somit im nächsten Video in wahrscheinlich 2 Tagen oder eben im nächsten Livestream. Wir streamen 3-mal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Kommt dran, da gibt es immer die Viewer Games, die Skiveaways, die Skin Giveaways und so weiter und so fort. Let's go! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram.